Zunächst möchte ich kurz darauf aufmerksam machen in eigener Sache. Ihr könnt hier direkt über den Link auf meinem Kanal der Telegram-Gruppe beitreten. Ihr kommt da zum Linktree und hier seht ihr dann meine Patreon-Seite. Hier könnt ihr dann entsprechende Level buchen, einmal über die 3 € Beisteuerung oder die Spende für die Telegram-Gruppe im Basic. Es unterscheidet sich nichts zu dem 10-Euro-Paket. Es ist lediglich eine höhere Unterstützung. Und hier könnt ihr dann nochmal entsprechend nachlesen, was ich hier abziele, euch zu übermitteln, täglich beziehungsweise dann auch über den Monat hinweg. Also gerne hier vorbeischauen und mich unterstützen und dann auch meine weitere Arbeit hier auf YouTube. Vielen Dank. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und wir schauen wieder auf das Experimentdepot drauf, und zwar das Depot hier mit den circa 1 Million € Depot, das wir ja on fleek zusammengestellt haben aus den Positionen, die ich mir hier herangezogen habe. Die sind wir schon in den letzten Videos durchgegangen. Und damit wir hier das alles vollständig auch einmal bearbeitet haben, möchte ich natürlich auch hier nochmal die nächsten Positionen durchgehen, auch wenn es vom Szenario her das gleiche ist. Also wir schauen jetzt, wir hatten zuletzt die ersten drei uns hier angeschaut und würden heute mal bei AT&T, Barrick Gold und BASF vorbeischauen, wie dort die charttechnische Konstellation ist und wie wir es dann im privaten Depot, wenn das hier das Ziel ist, wo wir dann auch schauen, können wir damit mit den Dividenden unsere Fixkosten decken. Wie können wir das dann in der Praxis für uns umsetzen, Schritt für Schritt. Und auch so, dass wir das Depot immer in einem gewissen Gleichgewicht haben. Nicht, dass wir in einer Aktie auf einmal 20.000 drin haben und den anderen dann nur 2. Das soll ja auch entsprechend sich dann gemeinsam aufbauen. Das hatten wir ja bereits schon besprochen. Ja, von daher schauen wir einfach mal auf die Kurse, was wir da aktuell für Möglichkeiten haben, die sich für uns anbieten. Ja, also wir starten mal rein mit Barrick Gold. Wir sehen schon, also es macht jetzt keinen Unterschied, ob ich jetzt hier den Barrick Gold in kanadischen Dollar nehmen oder in Euro. Es macht für mich einfacher, wenn ich den jetzt hier in Euro nehme, den Chart. Und da habe ich auch bereits schon die ja, Szenarien rein projiziert. Und es ist jetzt eigentlich auch für die Community als solches jetzt nichts Neues zu Barrick Gold. Wir hatten hier ein absolutes Low. Daraufhin hatten wir eine Aufwärtsbewegung, die ist auch noch nicht vollständig abgearbeitet. Diese befindet sich in etwa am All-Time-High. Das steht auf jeden Fall noch aus. Wir hatten jetzt hier zuletzt, sind wir nochmal zusammengebrochen, haben eine neue übergeordnete Korrektur gesehen, unter anderem aber auch eine untergeordnete Korrekturzone noch, die wir ebenfalls noch respektiert haben. Das heißt, das Szenario von Orange ist auch weiterhin intakt, ist das übergeordnete Szenario, welches wir noch als abzuarbeiten sehen. Es passt ja auch ganz gut mit dem All-Time-High und können uns dann auch hier nochmal übergeordnete Korrekturen vorstellen, nachdem wir hier oben waren. Aber da sind wir noch lange nicht. Ja, aktueller Status eigentlich vom Timing nicht schlecht. Wir sind an einer Unterstützungszone, wie wir es hier sehen. Die hat auch in der Vergangenheit immer wieder für Ausreißer gesorgt. Auch hier zuletzt der lange Docht. Wir sind zwar unter diesen Widerstand runtergekommen oder unter diese Unterstützungszone, wurde dann aber auch sehr schnell wieder aufgekauft. Nochmal wiederholt in dieser übergeordneten Korrekturzone hier von Orange. Von daher, das hat eigentlich ganz schön gepasst und auch von dem aktuellen Korrekturszenario und mit dieser Unterstützung auf jeden Fall eine interessante Zone.
Ja, von diesem Hintergrund haben wir hier eine Aktie, die wir ja, für dieses ausgewählte Experiment aktuell rein charttechnisch schon mal sehr interessant finden und eventuell auch dafür aufnehmen könnten, wenn wir da noch nichts haben. Immer natürlich beachten, keine Anlageempfehlung. Es gibt auch andere Goldproduzenten etc. Also das für sein eigenes Depot bitte abstimmen. Es geht rein um die Handwerkszeuge, die man hier, die ich versuche hier zu übermitteln, die ich umsetze. Ob die dann für den Einzelnen das Tool ist, das muss dann jeder für sich entscheiden. Ich zeige quasi jetzt, wie ich mein Handwerk hier umsetze, welchen Hammer und welchen Nagel ich nehme, um dann am Ende das Gesamtbild aufzuhängen und biete es quasi an, diese Schrittketten zu verstehen und nachzumachen mit dem ursprünglichen Grund. Interesse, das Eigenkapital so optimal wie möglich einzusetzen, das heißt eben nicht am All-Time-High zu kaufen und mit einem Rabatt sich in die Qualitätsunternehmen einzukaufen und sich dann auch nicht zurückschrecken zu lassen, weil Korrekturen entstehen natürlich nur, wenn etwas vorgefallen ist oder die Stimmung etwas schlechter ist. Oder es einfach mal so zu einem sehr starken Anstieg gekommen ist und dann auch mal Verkäufe eintreten. BASF war der nächste Titel. Schauen wir auch drauf. Auch hier sind wir eigentlich in einem Bereich, der für uns attraktiv ist. Wir sind nämlich in einer übergeordneten Korrektur, das auch schon etwas länger, seitdem wir hier das Ziellevel abgearbeitet haben, 2017 bzw. das erste Mal 2015. Aber auch da es ist eher schön, diese Entwicklung zu beobachten. Wir haben entsprechende Strukturen in der Vergangenheit, die wurden auch sauber abgearbeitet. Wir hatten auch immer wieder die übergeordneten Korrektur gesehen, auch hier zum Beispiel 2008 bis 2009. Und seitdem, wer sich hier positioniert hat, hat auch da das entsprechende Potenzial mitnehmen können. Die Phase hier, die dauert jetzt schon etwas länger. Also wenn wir die Vergangenheit anschauen, war das immer ein recht zyklischer, schöner Ablauf. Aktuell sind wir schon recht lange in dieser Seitwärtsphase vor allem. Also wir haben jetzt seit dem All-Time-High hier 2007 eigentlich keine Rendite gemacht. Ja, aber man könnte sich natürlich hier auch vorstellen, dass das hier dann irgendwann nochmal auch rausgenommen wird, da die Unternehmen ja trotzdem auch weiterarbeiten. Schauen wir einfach mal drauf, wie sich das entwickelt von der reinen Investitionsseite, charttechnisch. Ja, interessant auf jeden Fall aktuell. Wir sind auf einem interessanten Niveau. Das heißt, man kann das hier mit einem Abschlag von fast, ja doch, 100% quasi 50% Abschlag, aber Potenzial 100% ja, sich ins Depot nehmen und schauen, was da passiert langfristig. Allerdings natürlich keine Anlageempfehlung. So, und der letzte Titel, das war AT&T und auch dort ja, sind wir eigentlich in einer schönen Korrekturphase und zwar auch übergeordnet. Ja, wir sind hier über dem 78er-Level von übergeordnet Blau. Wir sind auch hier eher in einer langen Seitwärtsphase und charttechnisch nicht mehr so ganz schön, muss man ehrlich gestehen. Also wir haben jetzt hier mehrere Versuche gestartet. Wir hatten jetzt zuletzt mal hier ein höheres Hoch. Jetzt haben wir hier aber auch nochmal auf das letzte Low, das wir hier schon mal gesehen haben, nochmal aufgesetzt. Also wir müssen auf jeden Fall hier mal neue Impulse setzen und die müssen auch mal ja, mit einer Struktur einhergehen. Aktuell ist das wenig Struktur und eher so eine starke, langwierige Seitwärtsphase.
Ja, ich hoffe, dass wir dann positiv hier rausgehen und nicht weiter unten rausbrechen. Allerdings muss man natürlich auch wirklich dazu sagen, das ist ja auch bei uns dann in den Analysen immer mit einberechnet. Wir hatten hier einfach eine zu starke Aufwärtsbewegung ohne Korrektur. Das heißt, da wurde sehr viel vorweggenommen. Und ja, das wird eben entsprechend hier abgearbeitet, aber also langsam, ja, schwingt das Gefühl mit, dass das hier auch mal zu einem Ende kommen müsste, diese Seitwärtsphase, und sich jetzt hier mal eine Entscheidung breit machen sollte, dass wir hier ja, entweder hier die übergeordneten Zielzonen abarbeiten, die jetzt ausstehen weiterhin, oder halt hier dann mal schauen, was hier noch passiert nach unten hin. Das natürlich schon auf den Blick haben, aber mit dem entsprechenden Chancen-Risikomanagement in dieser Zone hier, ja, ist man, glaube ich, nicht ganz schlecht aufgestellt aus der, ja, aktuellen charttechnischen Betrachtung. So, das waren die drei Titel, alle in einer Korrektur, alle auch schon länger in der Seitwärtsphase. Das heißt, eventuell auch ein mögliches Aufholpotenzial. Ja, denke ich mal, nicht ganz uninteressant. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Genau, also hier hatten wir jetzt zum Beispiel AT&T mit 10.000. Da ist schon ein bisschen so ein Risikofaktor rausgenommen. Sieht man schon in meiner Gewichtung dann, genauso wie bei Barrick Gold und BASF dann normal mit diesen circa 20.000. Ja, also das soweit hierzu. Wir können dann auch gerne noch so Step by Step die weiteren Positionen in dem Portfolio noch so durchsprechen. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das umgesetzt bekommen, dass wir das auch dann so ein Depot starten, wo wir dann diese auch in den Korrekturen einkaufen. Man muss das alles aber wirklich langfristig sehen. Das ist jetzt kein Projekt, welches sich jetzt in den nächsten 2, 3 Wochen umsetzen lässt, wo man dann sagt, okay, aufgesetzt, ich will ein Resultat haben. Da sind wir einfach falsch. Und das ist ja auch bei den Aktienanalysen allgemein der Fall. Die bestehen manchmal über mehrere Jahre, bis dann eine Reaktion erfolgt. Und das sieht man ja auch immer wieder. Jetzt schauen wir mal bei Fresenius einfach nochmal als Beispiel vorbei. Also Zielzone besteht seit 2009 als Beispiel, und dann haben wir hier entsprechend über mehrere Jahre die Zielzone erreicht, 6 Jahre später. Und seit diesem Abarbeiten dieser Zielzone stehen auch schon wieder diese übergeordneten Korrekturen aus. Dann hatten wir zwar zwischenzeitlich auch noch mal eine ja, stärkere Aufwärtsbewegung gesehen, die dann aber schlussendlich trotzdem zu einer Korrektur geführt hat. Das sehen wir jetzt dann hier in dem Bereich. Also wir haben ja das Ziellevel nicht wirklich respektiert. Wir sind oben weiter drüber gekommen, aber schlussendlich haben wir dann doch die übergeordnete Korrektur gemacht, und diese steht einfach schon seit 2015 aus. Und mit 2017 haben wir sie dann durchgeführt. Ja, und jetzt stehen eben wieder neue Zielzonen aus. Auch das wird wieder seine Zeit benötigen, und auch seine Entwicklung und auch seine Prozesse, die natürlich auch im Unternehmen stattfinden müssen. Aber es ist halt interessant, das zu beobachten, das zu nutzen, sich zu eigen zu machen und langfristig auch zu beobachten. Da gehört ein bisschen Management dazu, aber in Summe ist es eigentlich eine ganz schöne Sache, die man halt mittragen kann. Deswegen das Projekt nicht als eine kurzfristige Sache sehen, vielleicht auch wirklich die Titel für sich selber mal auswählen und sich das mal heranziehen. Man hat ja die Möglichkeit, die Titel dann auch bei mir anzufragen, in der Telegram-Gruppe zum Beispiel. Da gehe ich gerne auch auf diese Wünsche dann ein, und dann kann man sich das auch selber zusammenstellen und einfach mal schauen, ja, wie ist denn da die Lage und wie könnte ich jetzt dieses Depot so aufbauen, dass ich auch eigenkapitalschonend daran gehen kann? Wo sind die Korrekturen? Wie kann ich die ausnutzen, dass ich zum Beispiel nur die Hälfte des Eigenkapitals benötige, weil wir uns einfach in einer Korrektur befinden, die aber jetzt erstmal nichts Schlimmes ist, sondern einfach ein zyklischer Verlauf.
So, und das wäre quasi die Challenge. Dann denke ich mal, sollte das auch dafür jetzt ausreichen. Wir schauen einfach dann Schritt für Schritt die anderen Titel nochmal durch. Und würde mich freuen, wenn das Format euch gefällt und wir da einfach ein bisschen zusammen philosophieren. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da oder abonniere meinen YouTube-Kanal. Ansonsten kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen oder meiner Telegram-Gruppe beitreten. Beide Links findest du in der Videobeschreibung.